Moin Leute und herzlich willkommen bei Wimmelkoi. Heute wieder bei Dein Gartenkoi. Wo waren wir nochmal? In Parkstein. In Parkstein. Schön in der Oberpfalz. In der Oberpfalz. Was ist der nächstgrößere in der Nähe von Regensburg, ne? Genau, sind circa 80 Kilometer nördlich von Regensburg. Mhm. Und wenn ihr aus der Gegend kommt und Lust habt, Koi zu gucken, ihr habt auch Frühjahrseröffnung, Tag, ja, glaube ich. Ja, wir haben einen Tag der offenen Tür. Der ist jetzt am 11. Mai, Samstag von 10 bis 17 Uhr. Dürft gerne alle kommen, würden wir uns freuen. Gibt da Aktionsbecken, wo dann günstigere Fische zu haben sind. Ja, und jetzt, im ersten Block habt ihr ein bisschen teurere Preisklassen gesehen. Genau, da waren wir Sansei, Yonsei. Genau, und jetzt machen wir weiter mit Nisei. Richtig, genau. Ja, das ist von bis, da geht es bei 200 Euro los, glaube ich, ne? Ja, 175 bis etwas teure, die sind bei 995, sind die Aoki-Fische. So, Andi, starten wir auch gleich direkt mit dem ersten Beck. Genau. Hier hast du bunt gemixt. Richtig. Hier sind wir jetzt bei Nisei und Sansei. Haben wir jetzt mal Marusei, zum Beispiel die Ginrin, Shiros oder die Goromos für Izumiya. Die Kuchakus und die Goshkis. Das sind die Sansei. Diese sind für Aoki. Wie man weiß, Aoki züchtet nicht auf Größe, sondern auf Farbqualität. Bei der Farbe sind sie überragend. Werden aber keine Riesen, deshalb sind sie hier bei den Nissa mit untergebracht. Und ja, ansonsten bunter Mix, alles dabei. Und preislich sagst du von 200 bis 1000 Euro? Genau, geht ab 175 los und eben die großen, in Anführungszeichen, Goshkis liegen wir bei 995 Euro. Ein Karasugoi hast du auch mit drin, sehe ich gerade. Genau, das Maruhiro. Sieht man auch nicht allzu oft. Also für jeden was dabei, in ansprechender Qualität und zu fairem Preis. Und die erste Bowl? Jawohl, hier haben wir jetzt eine Bowl für Aoki, wunderschöne Goshkis. Sind jetzt Sansei, alle drei. Wie man Aoki kennt, züchtet Aoki ja nicht auf die Größe, sondern auf die Farbe. Daher sind diese jetzt mit 41, 44 und 45 cm im Verhältnis zu anderen Sansei natürlich klein. Aber für Aoki eine normale Größe. Wenn man die Farbe sieht, wunderschön von Rot zu Schwarz. Und preislich liegen die wo bei 995 Euro pro Stück. So, jetzt haben wir eine Bowl von Marusei. Alle drei Ginrin, Shiro, Tsuri. Meine Lieblinge, Shiros bin ich immer für zu haben. Ja, alle drei Nisei. Wunderschöne Schwarz-Weiß-Aufteilung. Auch schöne Ginrin-Beschuppung. Sind zwischen 33 und 35 cm groß. Und preislich liegen wir hier bei 195 Euro pro Stück. Das ist super, vor allen Dingen für diese Weiß- und Schwarzqualität. Sehen richtig gut aus, auch richtig schöne Aufteilung der Farbe. So, jetzt haben wir eine Bowl mit Goromos. Sind Nisei, Züchter ist Izumiya, bekannt für gute Goromos. Sind alle in etwa gleich groß mit 40 cm. Preislich liegen wir hier bei 295 Euro pro Stück. Auch saubere, ja, Weißaufteilung, sauberes Weiß, sehr schöne Fische. Sieht sehr schön aus, gefallen mir. Goromo gibt es ja nicht so viele. Aber du hast wirklich alles im Angebot bei deiner Masse an Fisch, die du hier hast. Ja, für jeden noch mehr. Gibt fast nichts, was es nicht gibt bei deinem Gartenkoi. Jetzt haben wir noch eine Gosanke Bowl. Von Marusei und Izumiya gemischt. Alle vier Nisei um 40 cm. Ja, preislich liegen wir hier zwischen 195 und 225 pro Stück. Sehr schöne Farbaufteilung. Auch ein Maruten-Shower dabei. Wachstumspotenzial ist noch gegeben. Auch bei dem schönen Hishower. Weiter geht's mit Becken 8. Jawohl. Hier haben wir jetzt auch wieder Nisei für etwas günstigere Fische. Hier liegen wir jetzt zwischen 125 und 295. Haben wir jetzt auch Züchter Ikarashis drin, Sakazume, Izumiya, Oya. Alles wieder ein bisschen bunt gemischt. Für jeden was dabei. Genau. Eine wunderschöne Bowl mit Ginrin Shagoi. Alle drei Nisei. Züchter ist diesmal Oya. Ja, Farbpalette reicht von grün bis braun. Wir haben so um 45 cm. Preislich liegen wir hier bei 295 Euro pro Stück.
ja, stehen gut im Futter und werden auf jeden Fall noch gut wachsen. Auch schöne Farbschläge drin von bis. Genau. Also habt ihr echt eine schöne Auswahl. Schönes Skinrin, schönen Body. Eine schöne Bowl mit Orangis. Diesmal Züchter ist Ikarashi. Alle drei wieder Nisei. Sind um 40 cm groß. Preislich liegen wir hier bei 195 Euro pro Stück. Da kannst du nicht meckern. Ja, schöne Farbe. Schöne Beschuppung. Man sieht sich schon hier und da, wie sich das Fukurin bildet. Also da kann man schon schön was von erwarten. Eine bunte Auswahl an Nisei. Da haben wir jetzt einmal einen Kikusui. Dieser ist Faoki. Hat 35 cm. Liegt bei 225 Euro. Ja, auch die sind in warmen Wassern sehr aktiv. Ja, schöner Ginrin Soragoi. Dann haben wir den Ginrin Soragoi. Dieser ist von Ikarashi. 41 cm groß. 195 Euro. Und dann einen Beni Kikukuryu. Dieser ist von Sakazume. 40 cm und liegt bei 195 Euro. Eine Bowl von Isa. Tancho und Tanchoshowa. Alle drei Nisei. Sehr gute Qualität. Sehr schöne Schwarz-Weiß-Abstufungen. Sehr schönes Weiß vom reinen Tancho. Sind wir jetzt zwischen 48 und 53 cm. Preislich liegen wir hier bei 895 Euro pro Stück. Und sehr gutes Wachstumspotenzial vorhanden. Ja, Andi, das war Block Nummer 2. Hier waren wir mal etwas bei den etwas preiswerteren Fischen. Genau, bei den kleineren. Genau, um auch mal zu zeigen, dass für jeden was dabei ist. Also auch wer was Günstiges sucht, der wird hier fündig. Darf gerne kommen. Bunte Vielfalt, auch wieder locker 100, 200, 300 Fische gefühlt, die ihr habt. Ihr habt genug da. Definitiv. Das heißt, lohnt sich auf jeden Fall am 11. Mai war es, ne? 11. Mai. Mal vorbeizuschauen. Tag dir auf eine Tür. Schaut rein, guckt es euch an. Ich habe auf jeden Fall Spaß und ihr werdet ganz sicher auch viel Spaß hier haben. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis denn.